Der allumworbene Philips OneBlade oder der neue XT5 von Braun? Welcher ist besser? Philips hat mit dem OneBlade so ein bisschen das Bartrimmen revolutioniert, kann man sagen. Jetzt legt aber der Konkurrent Braun nach mit dem Äquivalent zum Philips OneBlade mit dem Braun XT5. Die Frage ist jetzt, welcher von den beiden Barttrimmern ist denn der bessere? Ich habe beide Barttrimmer für euch getestet und die in Bezug zueinander gesetzt. Heißt einmal hier auf der einen Seite den Philips OneBlade und zwar das Kit Face and Body bzw. Gesicht und Körper und auf der anderen Seite hier den neuen Braun XT5 2.0 und zwar das Kit Wet and Dry. Wir müssen ja schließlich auch Äpfel und Äpfel miteinander vergleichen. Ich bewerte beide Geräte in puncto Rasur, Handling, Funktion, Qualität und Preis bei einer Punkteskala von 0 bis 5. Und schaut euch das Video auf jeden Fall bis ganz zum Schluss an, denn ganz zum Schluss gibt es mein persönliches Fazit und ich verrate euch, für welchen Barttrimmer ich mich persönlich entscheiden würde. Starten wir mit dem Philips OneBlade, der kommt mittlerweile auch mit 4 verschiedenen Trimmaufsätzen, heißt mit 1, 2, 3 und 5 mm und hat auch 2 Aufsätze für den Körper mit dabei. Mittlerweile kostet der Philips OneBlade nur noch in Anführungsstrichen 47,99 €. Damals war das ein bisschen anders, aber aufgrund des höheren Drucks vom Konkurrenten von Braun mit dem XT5 musste hier natürlich ein bisschen nachgelegt werden. Starten will ich mit der Rasur. Hier bekommt der Philips OneBlade die volle Punktzahl, denn die OneBlade-Technologie, ich finde die einfach top. Man kann sich damit super rasieren, als auch trimmen und die Konturen stylen. Das funktioniert wirklich ideal. Das Handling ist gut und deshalb gibt es auch hier 4 von 5 Punkten. Das Auf- und Abklippen von den Rasierklingen geht super easy von der Hand und auch das Draufstecken von den Trimmaufsätzen ist wirklich kinderleicht. Warum der OneBlade im Vergleich zum XT5 nur 4 Punkte bekommt beim Handling, dazu später mehr. Eins kann an dieser Stelle schon gesagt sein, nur die Außenseiten beim Philips OneBlade sind gummiert. Das sieht beim XT5 etwas anders aus. Machen wir weiter mit den Funktionen. Hier bekommt der Philips OneBlade 4,5 von 5 Punkten. Die Funktionen sind eigentlich bei beiden Trimmern identisch. Man kann mit beiden Trimmern trimmen, stylen als auch rasieren und das Ganze funktioniert mit 4 Trimmaufsätzen und 2 Bodyaufsätzen. Aber der OneBlade bekommt an dieser Stelle nicht die volle Punktzahl, obwohl er mit 60 Minuten Akkulaufzeit etwas besser ist als sein Gegner, weil er in Anführungsstrichen nur wasserfest ist und mit 250 Bewegungen pro Sekunde etwas weniger Power unter dem Deckel hat als sein Gegner. Zumindest in der Theorie. Machen wir weiter mit der Qualität. Hier gibt es 3,5 von 5 Punkten, denn die Qualität ist gut, aber nicht top. Gerade im Vergleich zu seinem Gegner ist der Philips OneBlade einfach hier ein paar Punkte schlechter. Liegt zum einen an der grundsätzlichen Verarbeitung, aber auch daran, dass zum Beispiel die Klingen etwas günstiger gemacht sind von der Verarbeitung, sage ich jetzt mal. Denn beim Wechseln sind sie einfach ein bisschen anfälliger, als auch beim Reisen kann es da mal zum Problem kommen. Machen wir weiter mit dem Preis. Der Philips OneBlade kostet zum aktuellen Zeitpunkt 47,99 €. Damals hat er 59,99 € gekostet. Hier musste Philips wahrscheinlich so ein bisschen nachlegen aufgrund des kommenden Drucks vom Konkurrenten. Die neuen Klingen kosten zum aktuellen Zeitpunkt 11,99 € und je nachdem, wie oft du dich trimmst bzw. rasierst, brauchst du alle 2 bis 3 Monate eine neue Klinge. Für den Preis vergebe ich an dieser Stelle 4,5 von 5 Punkten. Und bevor es jetzt weitergeht mit dem Konkurrenten, habe ich noch eine frohe Botschaft an alle Bartträger da draußen, denn unser Premium-Bartöl ist endlich erhältlich! Unser Bartöl besteht ausschließlich aus natürlichen Ölen. Das Macadamiaöl pflegt die Haut und verhindert Spannungsgefühle, das darin befindliche Traubenkernöl wirkt belebend und das Arganöl glättet die Barthaarfollikel und versorgt die Haare als auch die darunter befindliche Haut ordentlich mit Feuchtigkeit. Und der zitrische Duft von dem Bartöl, Leute, da kommt wirklich alles zusammen und der ist einfach nur göttlich. Und dank der ultraleichten Formulierung ist das Bartöl nicht nur was für meine Vollbartfreunde, sondern auch für diejenigen, die zum Beispiel ein 3-Tage-Bad oder einen längeren 3-Tage-Bad haben. Denn aufgrund der ultraleichten Formulierung zieht das Bartöl super schnell ein und hinterlässt keinen Fettfilm auf der Haut. Leute, ich sag's euch, dieses Premium-Bartöl hat es wirklich in sich. Es macht den Bart nicht nur schön weich und geschmeidig, sondern hilft natürlich auch gegen Juckreiz und Schuppenbildung. Und alle Leute, die sich schon mal einen Bart haben wachsen lassen, die wissen, wovon ich spreche. Den Link zum Bartöl als auch zu den beiden Barttrimmern findet ihr logischerweise unten in der Infobox. Schaut da gerne mal rein. Und als wäre das nicht genug, Leute, passend zum Bartöl kommt auch noch die passende Bartbürste mit raus. Leute, einfach phänomenal. Das ist wie Weihnachten, Silvester, Neujahr und Ostern zusammen. Und eins garantiere ich euch, an Ostern wird Jesus auch nochmal aufstehen und sich dieses Bartöl als auch die Bartbürste definitiv garantiert bestellen.
Von daher würde ich es an deiner Stelle auch mal schnell machen. Machen wir jetzt weiter mit dem Konkurrenten, mit dem X-T5 von Braun. Obwohl der X-T5 laut Datenblatt 450 Bewegungen pro Sekunde hat und dementsprechend mehr Power unter der Haube haben soll, bekommt er bei der Rasur einen Punkt Abzug, und zwar nur 4 von 5 Punkten. Die 4-Klingen-Technologie, eine Klinge mit 4 Schneidelementen, bestehend aus 2 seitlichen Trimmern und 2 mittleren Rasierflächen, mag zwar gut sein, aber die OneBlade-Technologie hat mich persönlich mehr überzeugt. Zudem hatte ich auch das Gefühl, dass die Klinge vom X-T5 nicht ganz so scharf war wie die vom OneBlade. Nichtsdestotrotz bekommt man natürlich trotzdem seine Barthaare damit weg. Beim Handling schneidet der X-T5 besser ab als sein Gegner und erhält hier an dieser Stelle die volle Punktzahl. Denn mit den Two-Way-Kammaufsätzen hat man nämlich die Möglichkeit, beim Trim in beide Richtungen zu trimmen, was beim OneBlade leider nur in eine Richtung, heißt in One-Way geht. Gerade beim Trim ist das nämlich super angenehm und einfach super easy, wenn man einfach hoch als auch runter trimmen kann. Außerdem ist der obere Teil des Trimmers, der schwarze Teil, voll gummiert und somit liegt das Gerät einfach besser in der Hand als ein Kontrahent. Machen wir weiter mit den Funktionen. Die Funktionen sind bei beiden Trimmern identisch. Trimmen, stylen als auch rasieren und das mit 4 Trimmaufsätzen und 2 Bodyaufsätzen. Die Akkulaufzeit ist beim X-T5 45 Minuten, das heißt 15 Minuten kürzer als beim OneBlade, aber dafür ist der X-T5 vollständig wasserdicht und hat mit 450 Bewegungen pro Sekunde in der Theorie mehr Power, was in der Praxis aber in keinerlei zu spüren ist. Machen wir weiter mit der Qualität. Das Gerät fühlt sich wertiger an als der OneBlade. A, natürlich aufgrund der Gummierung, und er sieht meiner Meinung nach auch wertiger aus, was natürlich aber komplette Geschmackssache ist. Aber auch die Klingen, das Wechseln der Klingen und auch das Aufstecken der Aufsätze, das ist alles einfach ein Tickchen besser als beim OneBlade. Ehrlich gesagt wäre es auch schlimm, wenn es nicht der Fall ist, denn das Gerät kam ja auch wesentlich später raus als der OneBlade und Braun hat vor der Entwicklung vom X-T5 den OneBlade sicherlich genau unter die Lupe genommen. In puncto Qualität gibt es 4,5 von 5 Punkten. Machen wir weiter mit dem Preis. Hier gibt es 5 von 5 Punkten. Das Gerät kostet nämlich 44 Euro, damals 59,99 und ist damit 3,99 günstiger als der Philips OneBlade. Die neuen Klingen kosten 16,99 und sollen circa alle 6 Monate ausgetauscht werden. Leider habe ich an dieser Stelle natürlich keine Langzeiterfahrungswerte, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das der Fall ist. Dementsprechend, wenn man das Ganze hochrechnet, ist der Klingenwechsel hier bei dem Gerät von Braun dementsprechend auch etwas günstiger. Stellen wir die beiden Geräte nochmal gegenüber. Einmal den Philips OneBlade, der 21,5 Punkte bekommt, und den X-T5 von Braun, der 23,5 von möglichen 25 Punkten bekommt. Hier auch nochmal aufgelistet die wesentlichen Unterschiede von den beiden Geräten. Beide Bartrimmer sind wirklich Top-Bartrimmer und super Einsteigermodelle, und egal, ob du dich für den einen oder für den anderen entscheidest, du wirst nichts falsch machen. Das soll an dieser Stelle schon mal gesagt sein. Ich persönlich bin jemand, der sehr viel Wert auf Qualität legt und grundsätzlich immer eher die qualitativ hochwertigere Variante wählen würde. Heißt, in diesem Fall wäre das vom Qualitätsfaktor und vom Gefühl her definitiv der Braun X-T5. Denn er hat natürlich auch in puncto Qualität hier besser abgeschnitten als der Philips OneBlade. Dennoch würde ich mich hier bei diesen beiden Trimmern für den Philips OneBlade entscheiden, denn für mich hat die Rasur einfach oberste Priorität. Und im Laufe der Zeit bin ich halt sehr, sehr penibel mit meinem Bart geworden. Und hiermit hatte ich einfach das bessere Rasur- bzw. Trimmerlebnis, gerade für die Feinheiten. Und ich lege halt sehr viel Wert auf die Feinheiten, auch die kleinen Barthaare. Und von daher würde ich mich persönlich für diesen Trimmer entscheiden. Wenn du aber nicht so viel Wert auf die Rasur legst, sondern vielmehr auf das Trimmen, dann würde ich dir nahelegen, wahrscheinlich diesen hier zu wählen. Gerade mit dem Two-Way-Kammaufsatz, dass du hoch als auch runter trimmen kannst. Das ist natürlich gerade beim Trimmen sehr angenehm. Und wenn du lediglich trimmst, dann ja, why not? Aber wie gesagt, beide Geräte sind wirklich Top-Bartrimmer und super Einsteigermodelle. Und du wirst nichts falsch machen, egal ob du dich für den oder für den entscheidest.